Heute gibt es für euch etwas Abwechslung im Collector Spot. Nicht nur immer Play Art Sky oder so Figuren. Heute gibt es mal DC-Figuren und zwar DC Bombshells Reihe Poison Ivy Designer Serie von Aunt Lucia. Und wie die Dame so aussieht, das seht ihr natürlich wie immer nach meinem kurzen Intro. Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal. Und wie ihr schon gesehen habt, wie ich euch im Vorspann die Verpackung gezeigt habe, gibt es heute aus der DC Designer Series von Aunt Lucia die Bombshell Poison Ivy. Ihr seht sie hier sitzen. Warum sie sitzt, das seht ihr dann gleich oder sage ich euch dann gleich im Review. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Zubehör der guten Dame an. Und zwar, Moment, da muss ich das Licht etwas ändern. So, haben wir hier dabei eine sehr schön gemachte Rose, die Dame in die Hand nehmen kann. Dann haben wir hier natürlich ihren typischen Rosenstrauch dabei, der hier bösartig ist. Den kann sie natürlich etwas ums Bein und um den Arm schlingen. Sie hat auch Hände dabei, um die Rose zu halten. Sie hat auf Deutsch gesagt 3 Satz Hände, inklusive derer, die an der Figur sind. Hier haben wir eine Hand zum Halten der Rose. Die haben wir natürlich für die andere Seite auch. Dann haben wir eine ja, etwas relaxte, beziehungsweise bei Magiern würde ich sagen saubere Hand. Die haben ja auch zweimal, da kann man den Busch mit drum wickeln, denke ich mal, und die Rose könnte man notfalls auch hier ungefähr so etwas befestigen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Figur. Ja, ihr seht sie hier sitzen, die Dame steht leider ohne Stand nicht, das habe ich nicht bedacht bei den Stöckelschuhen. Ich habe ja gewusst, dass die solche Stöckelschuhe hat, da sollte ich einen Stand dazu kaufen, aber habe ich leider jetzt nicht bedacht, seid mir da nicht böse, aber ich würde sagen, wir können uns die Dame ja trotzdem anschauen. Und sie ist auch sehr schön gemacht, hier im Bombshell-Style, der ja von den amerikanischen Bombern kommt. Hier könnt ihr sie sehen im Detail, auch hier ihr Arm-Tattoo, Henna-Tattoo oder was es ist, oder ob es wirklich echt ist, weiß man nicht. Dann hier ihr schönes Gesicht mit den roten Haaren, der Rose in den Haaren, auch von hinten sehr schön designt. Auch hier mit den Bemalungen bzw. Tattoos, was es halt sind. Die Kleidung auch bemalt, wie ihr seht. Und Bombshells, das waren natürlich die Damen, die auf die Bomber gemalt wurden im Zweiten Weltkrieg. Nicht nur von den Amerikanern, aber da kennt man es halt hauptsächlich hier. Hier hat sie Strumpfhosen an mit leichter Andeutung eines Netzes und hier seht ihr schon die spitzen Stöckel, auf denen sie stehen soll, laut DC, wobei das hier, ja, man müsste das irgendwie mit den Füßen hinbiegen, vielleicht, dann wird sie vielleicht auch so stehen, aber wie gesagt, machen wir halt mal so ein Review, das geht auch, war vielleicht mein Fehler, der Dame keinen Stand zu holen, weil selbst wenn ich sie gerade aufrichte, seht ihr schon, wenn sie vorne drauf steht, steht sie hinten nicht auf den Stöckeln, und wenn sie auf den Stöckeln stehen soll, steht sie ziemlich weit nach hinten geneigt, wie man hier an der Beinposition schon sieht. Also die Dame braucht auf jeden Fall einen Stand. Sie hat auch hier unten das Loch dafür, leider habe ich nur WWE Stands da und die passen leider nicht dafür, und dabei war vor der Figur keiner. Das sollte ich das nächste Mal bedenken. Wobei, ich habe ja noch 2 so ähnliche Figuren hier liegen. Da habe ich es auch nicht bedacht, dass ich extra jetzt Stands kaufe. Naja, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den Bewegungsparts der Dame. Moment. Fangen wir hier oben beim Kopf an. Der Kopf lässt sich natürlich etwas drehen, etwas gehindert durch die Haare, kann etwas nach vorne schauen,
nach hinten auch nicht so weit, gehindert durch die langen Haare, aber ist nicht so schlimm bei der Dame, die stellt man ja eh meistens nicht gebückt da oder so. Dann haben wir hier natürlich eine Rotation im Arm, ich sehe mal nicht, ist sowas von scheiße hier, so, jetzt ist besser, Fokus, also eine Rotation mit einem Hinge-Gelenk, wobei ihr vorsichtig sein müsst, meine gehen ziemlich streng, sind auch etwas ratchet, wenn mich nicht alles täuscht, also so fühlt sich zumindest an, hat hier einen Oberarm-Swivel noch dabei, dann natürlich ein Ratchet Elbow-Gelenk, ein einfacher, nein, das ist sogar ein zweifaches, wie man hier unten sieht, na, hier unten, hier ist nochmal der Spalt, also es ist ein zweifaches, geht aber auch ziemlich streng, also immer vorsichtig sein, die Hand kann man natürlich drehen und normal auch hinschen, wie gesagt, nein, das lasse ich lieber, geht auch sehr streng. Dann haben wir hier oben, komm Fokus, ich bin nicht verrückt, haben wir hier ein etwas Drehgelenk, aber da geht auch nicht besonders viel. Dann haben wir hier einen Hinge, dass er sich nach vorne beugen kann und nein, nach hinten nicht. Dann machen wir mal die Arme aus dem Weg. Dann haben wir hier natürlich das Beingelenk. Aus Bein bringen sie sehr hoch. Nach hinten nicht ganz so weit, da die Pobacken hindern. Dafür kann die Dame aber hier fast einen Spagat. Mein Fokus. Warum ist mein Fokus jetzt so langsam? Kann die Dame fast einen Spagat. Also auch sehr schön gemacht. Und was wie immer, man kann die Beine hier etwas nach unten ziehen, dass man sie etwas weiter ja, in den Spagat bringt. Dann schiebt man sie wieder nach oben. Dann ist der Spalt auch, upsala, jetzt wird es mir beinahe runtergefallen. Der Spalt auch nicht so groß. Dann haben wir hier einen ja, Oberschenkelspiffel in der Mitte des Oberschenkels, weil hier oben noch die Strapse sind. Dann haben wir hier das doppelte Kniegelenk, das eine sehr schöne Range of Motion hat. Ja. Dann haben wir hier das Beingelenk, das sehr stiff ist, darum nützlos bei mir. Und deswegen wird die Dame auch nicht stehen bei mir, ohne Stand. Das ist leider das Problem. Jetzt schauen wir mal, dass wir sie wieder etwas hinsetzen. Bleib da, setz dich hin. Nimm die Arme runter. So. Jetzt. Aber so gut und ganzen muss ich ehrlich sagen, ist die Dame sehr schön gestaltet. Hat genügend Zubehör dabei. Mit den ja, zusätzlichen Zweisatzhänden, der Rose und dem Busch. Und sie sieht auch sehr schön aus. Die Figur ist sehr schön gemacht. Auch vom Style her gefällt sie mir sehr. Ich würde sie mir jederzeit ins Regal stellen, aber wie gesagt, ich muss erst noch Stands organisieren. Und dann würde ich sagen, war es das aber auch schon wieder mit der Review von der Dame. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr könnt mir gerne die Meinung zu dieser Figur oder zu diesen Figuren immer allgemein gerne in die Kommentare posten. Würde mich freuen, ich freue mich über jeden Kommentar. Und wenn es noch nicht seid, drückt den Abo-Button, das würde mich auch freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö und auf Wiedersehen.